Servus und herzlich willkommen zu unserer neuen Reihe am Sonntag Extra Lama. Wir stellen euch in den nächsten Wochen immer am Sonntag also ein Rondellspiel vor. Rondellspiele, was ist das? Das sind Spiele vom PD Verlag, von McGirts. Das ist ein Autor, der eben fast nur solche Spiele macht. Und hier hat man so einen Aktionsmechanismus, wo man einen Aktionsstein auf einen Kreis einsetzt, der hat verschiedene Felder. Und wenn ich jetzt also ein Feld betrete, kann ich diese Aktion, die da draufsteht, durchführen. Ja, und das kann man jetzt in ganz verschiedenen Spielen einsetzen. Das Schöne daran ist, dass man hier ziemlich glücksunabhängig ist. Denn ich kann eigentlich immer jede Aktion durchführen, wenn ich sie denn bezahlen kann. Eine bestimmte Anzahl an Feldern kann ich mich frei fortbewegen. Und wenn ich darüber hinaus möchte, muss ich eben ein bisschen was bezahlen. Ja, jetzt habe ich abstruserweise das einzige Spiel, das nicht ganz so funktioniert. Hier hat man kein Rondell, sondern ein Netz. Man bewegt sich also nicht im Uhrzeigersinn, sondern kreuzt sich quer über eine Karte, und zwar die Karte von Machu Picchu. Und jetzt sind wir auch schon gleich beim Thema. Wir haben hier die Prinzen von Machu Picchu. Hier versucht man als Inka den Göttern so zu huldigen, dass die Spanier Machu Picchu nicht entdecken. Ja, ist historisch gut unterlegt mal wieder, wie es bei PD-Spielen üblich ist, mal zum kleinen Almanach dabei, wo man sich ein bisschen einlesen kann. Mich interessiert das Thema sehr. Ja, und man versucht hier also, ja, den Göttern zu huldigen, damit die Spanier die Stadt nicht entdecken. Das ist eigentlich schon alles, aber es ist wirklich sehr interessant gemacht, auch ziemlich thematisch umgesetzt. Ich würde sagen, wir gucken gleich mal rein. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserer neuen Reihe. Anschließend sage ich euch dann, ja, wie mir das Spiel gefallen hat, ob es funktioniert, für wen es was ist. Bis gleich. Zu Spielbeginn erhält jetzt jeder Spieler erstmal die Steine seiner Farbe. Man hat hier solche Männchen. Einer ist der Läufer, der wird dann hier auch eingesetzt. Mit dem Startspieler beginnend ganz unten. Und jeder Spieler im Uhrzeigersinn in der Reihenfolge kommt dann ein Feld weiter auf diesen Pfad. Das sind jetzt also die Läufer. Und dann hat man noch einen weiteren solchen Stein. Das ist jetzt der Inka-Prinz. Der läuft durch Machu Picchu und löst dann in den jeweiligen Vierteln, wo er dann auftaucht, Aktionen aus. Okay, dann kriegt man noch solche Inkas, je nach Spielerzahl muss man dann eben schauen, wie viel man bekommt. Also bei 2 Spielern sind es alle, also 12 Stück, und mindestens hat man immer 8 bei 5 Spielern. Der Rest ist ganz gut aufgelistet in der Anleitung, kann man auf einen Blick ersehen, wie viel man da braucht. Okay, die legt jeder Spieler vor sich ab, dann kriegt jeder auch noch hier Waren. Wir haben hier Lamas, dann haben wir hier Tuch, Keramik, Koka und eine Wareneinheit Mais, das ist dieser große Chip, das sind immer genau 3. So, auf diese jeweiligen Viertel, also das Weberviertel, Keramikviertel, auf die Lamaweide, Kuckerplantage und Maisplantage, kommt auch immer noch als Bonus schon mal eins dieser Warensteine drauf. Dann haben wir noch andere Felder, hier diese orangenen, hier kommen noch jeweils einer dieser Opfersteine drauf. Dann haben wir hier diese Rundenanzeige, hier ist immer so ein Tag-Nacht-Modus, also man hat hier den Tag, dann kommt die Nacht, Tag-Nacht, und auf diesen Mond legt man dann immer als Bonus noch einen dieser einer Mais-Chips drauf. Dann muss man diese Tokens hier noch auslegen und natürlich den Sonnentoken. Und zu guter Letzt legt man hier auch noch auf den Markt immer jeweils 2 Waren jeder Sorte, dass man hier schon mal einen gewissen Bestand hat, den man dann auch, mit dem man dann handeln kann im Laufe des Spiels. Und hier oben sieht man diese Leisten hier, da muss man jetzt noch diese Plättchen einfach auslegen. Sind eben unterschiedlich viele, aber ist genau ganz einfach. Man nimmt einfach hier den, beim Kondor legt man eben die Kondorplättchen aus, beim Puma die Puma-Plättchen. Ganz leicht. Ja, jeder Spieler kriegt jetzt auch noch eine dieser Karten hier. Das ist seine Startkarte, über die laufen dann später die Siegpunkte, erkläre ich dann auch noch. Der Rest wird einfach gemischt, hier ausgelegt, und nun kann es jetzt auch schon losgehen. Zu Spielbeginn gibt es jetzt nochmal eine einmalige Einsatzphase. Jeder Spieler darf nämlich hier einen seiner Inka in den Produktionsvierteln platzieren. Das sind einfach die Viertel, wo man eben diese Güter produzieren kann. Und da ist jetzt auch kein Problem, wenn 2 Spieler ins gleiche Viertel hineingehen. Hier kann man sich wirklich vollkommen frei entscheiden, wie man hier starten möchte. Das kann man natürlich dann auch schon ein bisschen vielleicht abhängig machen von den Karten, die man hier am Anfang gezogen hat. Denn darüber laufen ja die Siegpunkte und liegt... Ja, die legen auch so ein bisschen die Strategie, oder danach richtet man so ein bisschen seine Strategie aus. Okay, ist das geschafft, beginnt jetzt auch wieder der Startspieler mit der, ja, zum ersten Mal einen seiner, oder den Inka-Prinzen einzusetzen. Er steht ihm praktisch auf ein Feld, aktiviert dieses Feld, macht die Aktion, manche gelten nur für ihn,
manche gelten für alle Spieler. Dann führen alle diese durch, wenn es eine für alle Spieler ist. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe, setzt auch wieder seinen Inka ein, bis dann erstmal alle Inkas auf dem Feld stehen. Und dann kostet, angenommen hier, der würde hier drin stehen, dann würde ich hier die Aktion auslösen, würde auch diesen Bonus hier bekommen. Und von da an muss ich mich immer von dem vorherigen Feld weiter bewegen. Ich kann entweder ein Feld angrenzend nehmen, also hier unten ist die Grenze, man kommt also von der Lamaweide hier runter zum Haus des Wächters. Und von dort kann ich jetzt auch wieder in der nächsten Runde wieder ein Feld weiterziehen und wieder ein Feld weiterziehen. Immer angrenzend. Außer ich zahle hier eben ein Lama, dann bin ich schneller, da kann ich drauf reiten und kann mich dann hier beliebig irgendwo in Machu Picchu auf einem beliebigen Feld einsetzen. Das spart natürlich, wenn man jetzt dringend eine Aktion braucht oder machen muss, spart es natürlich Aktionen, kostet aber eben ein Lama und Lamas sind relativ wertvoll in dem Spiel. Okay, die andere Möglichkeit, die ich habe, ist, wenn ich am Zug bin, ich bleibe auf dem Feld stehen und nehme mir einen dieser Tokens. Und das ist jetzt auch die Art und Weise, wie ein solcher Tag hier enden kann, wie es dann zur Nacht übergeht. Denn nimmt einer den dritten Token weg hier, dann läutet er das Ende des Tages ein. Jeder Spieler im Uhrzeigersinn kann nochmal bis zu ihm, also er selber nicht mehr, sondern jeder folgende Spieler kann nochmal eine Aktion machen. Das heißt, er darf sich nochmal bewegen, er darf auch nochmal einen solchen Token nehmen, wenn er möchte. Und dann endet der Tag. Dann setzt man einfach hier diesen Marker auf die Nacht. Der letzte Spieler kriegt nochmal diesen Bonus von einem Mais. Und den kann er einfach in seinen Vorrat legen. Dann werden hier wieder die Boni aufgefüllt. Also im Laufe des Spiels werden also diese Opfersteine auch verschwinden. Auch genauso diese Boni in den Feldern. Denn jedes Mal, wenn hier das erste Mal einer dieser Inka-Prinzen reinzieht, wird der Bonus weggenommen. Beziehungsweise geht an den Spieler. So, sollten aber noch welche ausliegen, kann es natürlich sein, dass in der Nacht noch ein zweiter hinzukommt. Es dürfen aber niemals mehr als zwei Boni oder zwei Opfersteine in diesen Feldern liegen. Also selbst wenn jetzt hier am Tag keiner auf die Hemden gegangen wäre, würde in der Nacht jetzt hier nicht aufgefüllt werden. Ich denke, das ist klar, sonst wäre es einfach viel zu stark, wenn man hier drei Hemden kriegen würde. Okay, dann werden einfach diese Tokens ausgelöst. Hier kann man sich zum Beispiel für ein Mais einen Keramik holen, das gibt für jeden Rohstoff. Dann kriegt man kostenlos 3 Mais oder eben diese beiden sind jetzt noch da, kriegt man kostenlos 3 Schritte auf dem Pfad oder eben 2 Schritte auf dem Pfad. Der Spieler, der jetzt das Ende des Tages einläutet, der also den dritten der Chips nimmt, der kriegt auch noch diese Sonne und hier erscheint als Effekt jetzt der Mond, man sieht, es ist Nacht. Und hier ist auch nochmal zur Erinnerung dann drauf, also 9 Boni muss ich jetzt in der Nacht wieder austauschen und dann ist der Spieler, der die Nacht eingeläutet hat, in der nächsten Runde der Startspieler. Das ist auch nochmal so ein kleiner Vorteil. Okay, ja, dann zieht man einfach hier weiter und der nächste Tag beginnt. Wie gesagt, Startspieler ist der Spieler, der diesen Token hat und dann geht es wieder von vorne los. So, jetzt möchte ich euch aber nach dem groben Abriss, wie das Spiel funktioniert, zeigen, wie man das Spiel gewinnen kann. Das mache ich dann gleich. Es geht nämlich über Siegpunkte, wer hätte es gedacht. Aber das Spiel hat jetzt 2 Spielendebedingungen. Entweder werden all diese Priester- und Jungfrauenplättchen hier gekauft. Das heißt, ist das letzte Plättchen gekauft, endet das Spiel sofort. Also da wird auch nicht mehr hier die Nacht noch gespielt oder die Runde zu Ende gespielt, sondern es ist komplett vorbei. Wenn man hier so einen Token genommen hat, kriegt man den auch nicht mehr ausbezahlt. Also es ist wirklich dann rapide zu Ende. Die andere Art und Weise, wie das Spiel endet, ist, wenn hier die Spanier kommen. Schafft man es eben bis zum 9. Tag nicht alle diese Priester oder zu kaufen, die Götter nicht zu besänftigen, nicht genug zu opfern, dann entdecken die Spanier Machu Picchu und dann endet das Spiel auf diese Art und Weise. Hier wird dann aber auch einfach noch der Tag zu Ende gespielt und mit der Nacht ist dann Schluss. Siegpunkte bekommt man jetzt über diese Karten hier. Eine hat man ja zu Beginn schon, den Rest muss man sich im Laufe des Spiels durch Opfern holen. Man läuft immer diesen Berg hoch, versucht da möglichst die Schritte zu machen. Und wer oben ankommt, darf sich aus 3 Karten eine aussuchen, die er dann einfach vor sich ablegt oder ja auf seine Hand nimmt. Und die werden dann am Ende einfach gewertet. So haben wir hier jetzt ganz verschiedene Kategorien, 8 Stück, nämlich erstmal die Rohstoffe und dann diese Priester hier. Man guckt jetzt also, wie viele Symbole habe ich hier und wie viele Inkas habe ich eingesetzt. Zumindest bei den Rohstoffen läuft es jetzt so. Hier also 2 Mais
mal 2 eingesetzte Ingas auf der Maisplantage sind 4 Punkte. Dann Lamas, hier habe ich nur 1 mal 2 Lamas, weil 2 auf der Lamaweide eingesetzt wurden, 2 Siegpunkte. Beim Kocker kriege ich einen, beim Keramik kriege ich auch einen und beim Tuch kriege ich 2 mal 2, sind 4. Das sind jetzt so die Rohstoffe. Dann schaue ich, wie viele Kondore habe ich hier drauf, das sind 4 Stück. 2 habe ich vor mir ausliegen, also kriege ich hier 2 mal 4 Punkte, sind 8. Dann das nächste wäre Puma, hier habe ich keinen, also habe ich Multiplikator 0, 0 mal 1 ist 0, kriege ich also keine Siegpunkte dafür. Und beim letzten kriege ich nochmal für die eine Münze hier und eine Jungfrau einmal ein, also einen Punkt. Und so macht man jetzt die Siegpunkte. Kommen jetzt die Spanier und entdecken Machu Picchu, dann wird bei den Karten hier eben geguckt, wie viel Gold hatte jeder Spieler. Ist eigentlich so aufgeteilt, dass die schwächeren Karten meist mehr Gold haben und starke Karten, wo man 4 Punkte im Spielfeld machen kann, weniger Gold. Dann guckt man einfach drauf, wer hat hier das meiste Gold und der Spieler kriegt dann den Multiplikator 3. Er darf also alle Siegpunkte, die er über die Karten gemacht hat, mal 3 nehmen. Der mit den zweitmeisten Gold kriegt den Multiplikator 2 nochmal am Schluss für alle seine Siegpunkte und der Rest kriegt die Siegpunkte eigentlich nur einfach. Das heißt, hier muss ich ein bisschen aufpassen, auf welche Art und Weise das Spiel endet und mich dann auch mit meinen Karten hier ein bisschen drauf einstellen. Ist natürlich nicht immer ganz kontrollierbar, aber man sollte es auf jeden Fall im Auge behalten. Und jetzt zeige ich euch einfach noch alle Aktionen, wie man jetzt überhaupt an diese ganzen Sachen, also Inkas, an die Plättchen und an die Karten herankommt. So könnte es jetzt im Verlauf des Spiels aussehen. Der Tag ist schon angebrochen, es wurde schon geopfert, weil keine Opfersteine mehr dastehen in manchen Feldern. Es wurden schon Boni genommen. Jetzt zeige ich euch die Aktionen, die man mit dem Inka-Prinzen machen kann. Und zwar erstmal die Aktionen, die man nur allein durchführen darf. Da hätten wir jetzt erstmal hier diese hellblauen Felder. Hier kann man diese Plättchen kaufen. Die Plättchen gibt es 3 verschiedene Kategorien. Es gibt 2 Reihen mit Priester, die kann man hier kaufen, und eine Reihe mit Jungfrauen, die kann man eben hier kaufen. Die sind unterschiedlich teuer, und zwar unterscheiden sie sich immer genau um ein Tuch. Je weiter runter geht, umso billiger wird es dann, also immer ein Tuch weniger. Okay, diese Plättchen braucht man dann, um zu opfern, und außerdem endet das Spiel ja, wenn all diese Plättchen gekauft wurden. Dann haben wir hier den Markt. Beim Markt ist es ziemlich raffiniert, denn man darf hier erstmal, bevor man beginnt, 1 wegnehmen oder 1 hinzufügen auf dieses Feld. Und zwar aus dem Vorrat oder in den Vorrat. Möchte ich jetzt meinetwegen hier 2 Keramik verkaufen, nehme ich 1 weg und kriege hier 4 und 3 Mais dafür. Wäre das liegen geblieben, hätte ich hier 3 Mais gekriegt und für jedes weitere auch nur noch 3 Mais. Hat mir praktisch ein bisschen was gespart. Noch besser ist natürlich, wenn man hier 1 wegnimmt, dann kann man mit 2 Keramik schon 2 Gold sparen oder 2 Mais sparen. Okay, möchte ich allerdings etwas einkaufen, dann nehme ich natürlich 1 aus dem Vorrat, lege es hin und kaufe dieses dann für 1 günstiger. Sonst hätte ich 6 zahlen müssen, jetzt muss ich nur noch 5 zahlen. So, im weiteren Zug darf ich am Markt so viel kaufen und verkaufen, wie ich möchte. Nur diese Aktion mit dem Reinsetzen und Rausnehmen, das geht nur zu Beginn der Marktphase. Nächste Aktion wäre, ich gehe hier auf 1 dieser lilanen Felder. Und hier kann ich Inkas jetzt einsetzen. Das sind, wie gesagt, diese runden Scheiben hier. Wir haben hier eine Tabelle. Da steht erstmal, auf welchen Ort ich muss, wenn ich wo was einsetzen möchte. Und dann auch noch, was ich zahlen möchte. Also möchte ich hier auf die Maisplantage und auf die Lamaweide, müsste ich hier in die Hütte des Wächters. Zahle dann ein Lama und ein Keramik, wenn ich hier hin möchte, auf die Maisplantage. Oder 3 Mais und ein Kocker, wenn ich auf die Lama-Plantage will. Für die anderen Produktionsviertel müsste ich hier in den Königspalast hineinziehen. Hier zahle ich immer das Gegenteil der Rohstoffe. Also möchte ich einen in der Kockerplantage haben, muss ich Keramik und Tuch bezahlen. Möchte ich einen in der, im Weberviertel haben, muss ich eben ein Kocker und ein Keramik bezahlen. Eigentlich ganz einfach. So, dann die nächste Aktion, die man nur selbst durchführen darf, ist hier diese Sonnenuhr. Und hier darf ich jetzt einen dieser Inka, die ich ja vorher hier einsetzen muss und auch zahlen muss, hier auf die Sonnenuhr nehmen. Dieser Inka bringt mir jetzt in der Nacht einen Vorteil. Da kriege ich nämlich 3 verschiedene Rohstoffe. Wichtig ist, dass sie verschieden sind. Ich kann mir nicht 3 Lamas nehmen. Und nochmal 3 Schritte auf diesen Inka-Pfad. Also kann ich auch praktisch, ist es wie Opfern. Ich gehe hier 3 Schritte nach oben. Aber dieser Inka ist dann weg. Er wird praktisch wieder in den Vorrat gelegt und muss dann erst kostenpflichtig über diese lilanen Felder wieder eingesetzt werden. Ja, muss man sich überlegen, ob man das investieren möchte oder eben nicht.
Okay, jetzt kommen wir zu den Produktionsvierteln. Hier ziehe ich einfach jetzt hinein, ich nehme jetzt mal den roten Spieler, er zieht hier auf die Lama-Weide. Jetzt kriegt er als Bonus ein Lama. Und jeder andere Spieler darf für jeden Stein, den er da drin hat, einmal ein Lama produzieren. Und zwar muss ich für jeden Rohstoff, den ich produziere, ein Mais bezahlen. Hätte Gelb jetzt meinetwegen zwei dieser Teile hier drin, zahlt er zwei Mais und kriegt zwei Lamas. Kann er das Mais nicht zahlen, kriegt er natürlich auch nichts. Er kann sich aber auch entscheiden, nur ein Mais zu zahlen und ein Lama zu nehmen. Das ist alles möglich. Das ist dann vollkommen frei. Ja, und das darf wirklich jeder Spieler machen, außer der Rote selbst, denn er hat hier niemand, keinen Inka eingesetzt. Okay, genauso funktioniert es in allen anderen Produktionsstätten, außer hier. Hier muss man kein Mais bezahlen, um Mais zu bekommen. Hier kriegt man einfach drei, wäre ja auch sonst irgendwie blöd. Okay, und jetzt kommt noch das Opfern. Und das ist eigentlich jetzt das Wichtigste, denn durchs Opfern kommt man hier weiter auf diesem Pfad. Ich darf nur opfern, wenn sich, also auf die Felder darf ich zwar immer ziehen, aber ich darf wirklich nur opfern, wenn sich noch ein Opferstein hier befindet. Für diesen Opferstein bekommt der gelbe Spieler jetzt erstmal genau drei Schritte auf dem Inka-Pfad. 1, 2, 3. Hier läuft er über das Lama drüber und kriegt nochmal den Bonus ein Lama. Jetzt kann er sich entscheiden zu opfern. Und zwar muss er da zwei Voraussetzungen erfüllen. Er muss erstens mal Priester des Kondors haben. Er hat zwei Stück. Und er muss so viele Lamas haben. Denn für jeden Priester kann man ein Lama opfern. Beide Voraussetzungen erfüllt er, also kriegt er... opfert er zwei Lamas und kriegt hier 2x4 Punkte. Man kriegt also immer die niedrigste Zahl, die hier offen liegt, an Punkten. Das heißt, je mehr Priester im Spiel sind, umso mehr fällt der Preis, also umso weniger kriegt man eigentlich fürs Opfern. Dafür kann man öfter opfern. Das ist praktisch wie eine Inflation. So, er kriegt jetzt also 2x4, sind 8 Schritte auf diesen Inka-Pfad. Er läuft jetzt hoch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Mit 7 kommt er hier oben an. Jetzt darf er sich hier drei Karten nehmen, die anschauen und sich eine eben aussuchen, je nachdem, welche am besten in seine Strategie hineinpasst. Die legt er dann bei sich ab, die anderen kommen einfach wieder unter den Stapel hinunter. So, jetzt dürfen aber auch alle anderen Spieler hier opfern. Zum Beispiel alle anderen, die einen Kondor haben. Der grüne Spieler hat zwar einen Kondor, kann aber kein Lama zahlen, darf also nicht opfern. Und der blaue Spieler hat ein Lama und einen Kondor und opfert auch. Und geht jetzt auch nochmal hier 4 Schritte. Er ist eigentlich schon oben angekommen. Er müsste eigentlich schon hier weitergehen. 1, 2, 3, 4. Beim gelben Spieler habe ich jetzt noch vergessen. Der hatte ja, war ja mit 7 hier oben. Aber der Rest verfällt nicht. Der hatte ja 8 Schritte. Also darf er hier unten schon wieder einen Schritt nach oben machen. Das ist einfach so. Thematisch ein bisschen unlogisch, aber spielerisch trotzdem ziemlich gut. Okay, jetzt kann man auch noch beim Haupttempel opfern. Hier kriegt man auch wieder den Opferstein und hier läuft es etwas anders ab. Hier braucht man keine Priester, sondern hier muss man Rohstoffe einsetzen. Man kann also bis zu 5 Rohstoffe opfern, die müssen aber alle verschieden sein. Das heißt, habe ich diese Konstellation, könnte ich 5 Rohstoffe opfern, kriege für jeden Rohstoff 2 Gold. Ist etwa 2 Schritte, ist etwas schwach, dafür kann man eben für Rohstoffe opfern und muss nicht hier irgendwelche Priester vor sich auslegen haben. Ist für den einen oder anderen dann auch oft ganz interessant. Man kann also hier maximal 10 Schritte dann machen. Als Maiswareneinheit zählt wieder genau 3 Mais, also ich kann hier keinen Mais opfern. Und so bewegt man sich dann mit seinem Inka-Prinzen über dieses Netz hier. Das ist ja diesmal kein Rondell, wie es bei vielen MacGurts-Spielen ist, sondern eben dieses ausgeklügelte Netz. Versucht hier möglichst viel zu opfern, möglichst viel Priester sich zu holen, möglichst viel Karten sich zu holen durch diese Opfer und durch diese Schritte. Ja, und dann schaut man eben, ob dieser Stapel leer wird, diese Plättchen, oder ob letztendlich die Spanier kommen. Dann wird einfach nochmal geguckt, welche Siegbedingungen trifft ein, welche Siegpunkte werden jetzt gezählt. Wie gesagt, hier einfach, jeder zählt nur die Siegpunkte. Wenn die Spanier kommen, muss man eben dem, der am meisten Gold über diese Karten bekommen hat, den Multiplikator 3 geben. Dem zweitmeisten Multiplikator 1 und die anderen kriegen einfach ihre Siegpunkte. Das rechnet man dann aus, drückt hier mit auf der Siegpunktleiste ab, dann nimmt man dann einfach seinen Inka-Prinzen, den braucht man dann ja nicht mehr. Und wer hier dann die meisten Siegpunkte gemacht hat, der gewinnt das Spiel und freut sich. Das waren jetzt also die Prinzen von Machu Picchu. Wer noch keine PT-Spiele gespielt hat, wird erstmal überrascht sein. Von außen schaut es oft so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig aus. So ein bisschen altbacken, könnte man sagen, wie so ein gutes Spiel aus den 80ern. Aber was da immer dann drin steckt und was da für Materialien dabei sind, da fallen dann oft einfach die Augen aus.
Es fängt schon mit dem Spielplan an, der immer riesig groß ist. Man hat hier immer super tolle Holzteile dabei. Ihr habt sie gesehen, die sind echt riesig. Also da kann, glaube ich, fast kein anderes Spiel wirklich da mithalten. Vor allem die süßen Lamas, die hier dabei sind, finde ich ganz toll. Richtig stabiles, schönes Holz. Super Token, super Marke. Ja, wirklich ewig gutes Spielmaterial. Und das gefällt mir immer super bei diesen PD-Verlag-Spielen. Der Spielplan, da kann man sich jetzt streiten, ob man den schön findet oder nicht. Ich finde ihn ein bisschen zu verschwommen, zu verwaschen. Aber an sich ist der trotzdem, manche sagen, er ist unübersichtlich, finde ich eigentlich gar nicht. Man hat hier Bereiche, die abgegrenzt sind durch die verschiedenen Farben. Die Farben markieren jeweils wieder bestimmte Aktionen. Also man weiß, bei Lila setze ich Inkas ein, bei Orange, das sind die Tempel, wo ich opfern kann. Also ich finde es eigentlich nicht unbedingt unübersichtlich. Es ist echt schön gemacht und vor allem ist es wirklich dem Original nachempfunden. Also wirklich, das sieht man, wie Machu Picchu ist und oder wie Machu Picchu in Wirklichkeit aussieht. Und das ist dann wirklich schön gestaltet einfach, finde ich. Okay, von der Regel her ist wieder ganz, wie es bei PD-Verlag einfach üblich ist, alles hieb- und stichfest. Ich fange die Regel an, die schaut am Anfang viel aus, ich lese rein. Die Hälfte davon hier ist schon mal englische Regel, das heißt, es ist gar nicht mal so viel. Und dann fange ich an zu lesen, das ist zwar viel Text, aber das ist so schön gegliedert, schön übersichtlich gemacht, dass ich da ganz leicht reinkomme. Es ist schön zu lesen, ich bin ruckzuck durch, habe auch danach alles verstanden, ich habe keine Fragen mehr, da bleibt wirklich keine Frage offen. Und richtig, richtig gut gemacht. Aber das ist wirklich bei diesen PD-Spielen wirklich absoluter Standard und das ist immer so. Man hat hier jetzt auch noch immer einen, ist auch bei allen gleich, so einen kleinen geschichtlichen Almanach, geschichtlichen Abriss. Da wird ein bisschen was über Machu Picchu erklärt, was ich voll interessant fand, habe ich auch aufgefressen, als ich es gelesen habe, weil mich das Thema einfach unheimlich interessiert. Dann hat man immer ganz tolle Spielerhilfen mit dabei, wo man wirklich ziemlich viel nochmal nachlesen kann und Sachen, die man sich nicht so schnell merkt, dann auch einfach nochmal nachschauen kann. Das auf einer stabilen Pappe und wirklich großformatig und schön. Echt super. Und dann hat man immer hier noch so einen Schnelleinstieg mit dabei, wo einfach so Spielbeispiele, also das ist dann praktisch hier ein Dreispielerspiel beschrieben und dann wird einfach erklärt, wie man mit der ersten Runde loslegt und dann kann man sich das einfach mal so durchlesen. Das ist auch ganz nett. Also wenn man nicht genau weiß, wie spiele ich das jetzt, wie gehe ich da jetzt überhaupt ran, kann man da auch nochmal nachschauen. Wäre eigentlich überhaupt nicht nötig, aber ist bei diesen Spielen einfach immer mit dabei und das ist echt cool. Kartenqualität passt auch, also hier gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern. Vom Material einfach erste Sahne. Aber jetzt auch von der handwerklich, vom Gameplay her, von der Spielmechanik her, hat auch wieder alles Hand und Fuß. Hier gibt es nichts, was nicht funktioniert, was zu schwach wäre, was zu stark wäre. Das ist total gut ausbalanciert. Man hat hier wirklich verschiedene Strategien, die man fahren kann, verschiedene Möglichkeiten. Und das ist auch das Schöne bei diesen McGurts-Spielen, dass man ganz viele Optionen hat. Man kann immer nur eine Aktion zwar machen, aber da hat man schon immer ziemlich harte Entscheidungen, die man treffen muss. Hier jetzt auf dieses Spiel gemünzt ist es so, nehme ich jetzt den Boni, setze ich lieber einen Inka ein, bin ich da schneller, möchte ich vielleicht dieses Feld erreichen, was machen die anderen, ich muss gucken, was haben die vor, wollen die mir vielleicht den Boni noch vor der Nase wegschnappen, haben die es darauf abgesehen, wollen die vielleicht den Opferstein haben, das ist wirklich absolut total interessant gemacht und gut gemacht, richtig solide gemacht. Man hat hier auch die typischen McGurts-Elemente, man hat hier so immer so ein Wettlaufprinzip, bei dem man am Anfang immer bessere Sachen bekommt, das heißt hier bei diesen Tempelplättchen, wenn ich mir die schnell hole, kann ich mit hoher, hoher Zahl opfern, das heißt ich kriege viel mehr Schritte auf dem Pfad, bin ich später dran, dann sinkt einfach das Ausmaß beim Opfern, das sinkt einfach der Bonus, den ich hier kriege. Auch hier mit dem Boni, die auslegen, muss man sich immer ein bisschen beeilen, dass man die kriegt, auch hier. Also es ist dieses typische McGurts-Wettbewerb-Wettrenn-Feeling, das das Spiel hier mit dabei hat. Also ja, an sich ist da jetzt eigentlich überhaupt nichts Neues dabei. Also es ist wirklich altbekannt alles. Es ist jetzt nicht sehr innovativ, das Spiel, von der Spielidee her. Außer eben, dass jetzt die normalerweise diese Rondelle, die der McGurts immer hat, jetzt eben hier als Netz dargestellt sind. Und das macht es für mich ein bisschen noch ein Ticken interessanter. Und auch diese Kosten hier, die man zahlen muss, ein Lama, das ist zwar jetzt schon wertvoll, aber ist auch nicht zu viel. Das kann man dann auch ruhig mal investieren, dass man wirklich hier überall hinkommt.
Und gerade dieses Netz hier finde ich total gut ausgeklügelt. Es passt auch vorne und hinten ewig gut zusammen. Also da kann man überhaupt nichts Schlechtes dran finden, nur irgendeine Schwäche dran finden an dem Spiel. Die beiden verschiedenen Spielenden funktionieren auch super. Also wir hatten beides. Dass die Spanier kommen, ist seltener. Meistens geht es wirklich über die Plättchen. Aber die greifen wirklich beide, das greift gut ineinander. Und hier muss man sich dann wirklich beim Spielen schon ein bisschen beobachten und darauf aufpassen, wie endet das Spiel jetzt. Kommen jetzt eher die Spanier oder ist es eher hier gelagert? Und je nachdem muss ich auch dann hier ein bisschen meine Karten aussuchen und auswählen. Die Karten sind selber auch nochmal ziemlich interessant, weil man da ja auch verschiedene Strategien fahren kann. Und einerseits muss man so seine Strategien an den Karten, die man zieht, ausrichten. Andererseits muss man auch ein bisschen die Karten, die man in seiner Strategie ausrichten. Also was habe ich jetzt schon gezogen? Und das entwickelt sich so erst im Laufe des Spiels. Das heißt, es ist sehr einsteigerfreundlich. Ich kann erst nur mit einer Karte beginnen und dann ziehe ich eben die nächste Karte und dann weiß ich ungefähr schon, wie das Spiel ein bisschen funktioniert. Da habe ich schon ein paar Runden gespielt, bis ich die nächste Karte kriege. Dann suche ich mir was raus und dann kann ich so nach und nach das aufbauen. Das heißt, ich setze mich nicht hier an den Tisch und der Obermeister, der das Spiel schon tausendmal gespielt hat, der fängt gleich mit der richtigen Strategie an und zieht voll davon. Nee, hier kann man wirklich auch als Anfänger wirklich gut hineinfinden. Das ist wirklich schön gemacht. Zum Glücksfaktor, man hat hier natürlich diese Karten, die man ziehen muss. Man kann zwar aus drei Stück eine auswählen, aber manchmal ist da trotzdem nichts Passendes dabei. Und das ist so das bisschen Kleine, was mich dann noch ein bisschen wurmt, dass man die Siegpunkte, die ja wirklich nur über diese Karten kriegt, dass die dann vom Kartenziehglück ein bisschen abhängig sind. Es ist jetzt nicht mega schlimm, also man muss auch wirklich schon versuchen, dann auch seine Strategie an die Karten, die man hat, anzupassen. Aber manchmal zieht halt einer eine Karte und da passen zwei Symbole genau auf seine Strategie, die er hat. Und ein anderes Mal zieht einer eine Karte und kann dann maximal mit der vielleicht zwei Punkte machen, während ein anderer vielleicht schon mit einer Karte 10 Punkte machen kann für die Endwertung. Und das kracht dann manchmal schon ein bisschen zu arg rein. Klar, das fällt im Spiel jetzt gar nicht weiter auf, weil die ja verdeckt gezogen werden, aber ich habe mich schon oft echt geärgert, weil ich gedacht habe, Mensch, wieso kann nicht mal ein Symbol passen? Wieso habe ich jetzt zwei Symbole, die ich vorher noch überhaupt nicht hatte, obwohl ich schon vielleicht drei oder vier Karten hatte? Ja, und das ist dann ein bisschen ärgerlich. Aber naja, das ist trotzdem so, vielleicht dann doch das richtige Quäntchen Glück, das dieses Spiel braucht. Denn ich denke, hier ist wirklich die Zielgruppe angesprochen, sind vielleicht Gelegenheitsspieler, die jetzt ein bisschen was Anspruchsvolleres spielen wollen, die mal spielen mit ein bisschen mehr Tiefe haben wollen, mit weniger Glück, ein bisschen strategielastiger, ein bisschen taktischer. Für solche Leute ist es was und da ist an dieses Quäntchen Glück, was dann hinten noch dranhängt, eigentlich doch ganz angemessen. Ja. Manche stören sich dann auch so ein bisschen an dieser Spanierwertung, dass da jetzt wirklich mal 3 die Siegpunktzahl genommen wird für den Besten, der das meiste Gold hat, oder mal 2 für den Zweitbesten und die anderen kriegen nur einfach. Das haut am Ende auch schon mal richtig rein. Allerdings finde ich es gar nicht mal so schlecht, denn wenn ich hier so auf die Geldkarten gehe und keine Dinger opfer hier oder nicht so viel Plättchen kaufe, weil ich hoffe, dass irgendwie Spanier zu Ende geht, habe ich natürlich auch nicht so viel Karten, weil ich nicht so viel opfern kann. Und dann bin ich schon im Vorteil, dann habe ich ja, sag ich mal, an sich weniger Siegpunkte, kriege die aber mal 3 genommen. Von daher ist es wieder eigentlich ganz gut austariert. Kann man auch wirklich überhaupt nichts sagen. Und da merkt man wirklich, hier steckt auch wieder ziemlich viel Entwicklungsarbeit in diesem Spiel drin. Ja, wie gesagt, das Spiel ist absolut nichts Neues, aber es funktioniert handwerklich sehr gut gemacht. Es ist jetzt so nicht so ein Spiel, wo ich sage, oh, das muss ich jetzt immer wieder spielen. Oder sofort wieder spielen oder gleich eine Revanche spielen. Aber es ist so ein Spiel, wo ich jetzt mit Sicherheit schon weiß, das wird immer wieder über Jahre hinweg immer wieder bei uns auf dem Tisch landen. Und gerade wenn ich, sage ich mal, Gelegenheitsspiele so ein bisschen in die Strategiespiele einführen möchte, werde ich dieses Spiel absolut hernehmen. Denn das ist wirklich einfach zu lernen, schnell gespielt, kurze Wartezeiten, flott und locker gespielt. Also eine Partie dauert so um die 90 Minuten, zu zweit ist man schneller, zu fünft ist man vielleicht ein bisschen langsamer. Aber eine kurze Spielzeit, einsteigerfreundlich, was will man mehr? Also für diesen Zweck, was ich gerade genannt habe, Gelegenheitsspieler in Strategiespiele einführen, absolut gelungen. Ich gebe dem Spiel die Note 4, weil es echt ein gutes, ein solides Spiel ist, wo nichts auszusetzen ist. Aber es ist jetzt kein so ein Spiel, wo ich jetzt so ein Suchtpotenzial sehe, wo ich so sage, das muss ich jetzt immer wieder haben und am besten die nächsten 3 Tage 10 Mal spielen.
Okay, ja, das war jetzt so mein Fazit von mir. Nochmal schönen Dank an den Peter Dörsam, der uns dieses Spiel zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich auch, dass wir das verlosen konnten. Es war toll, jetzt dieses Lama-Spiel endlich mal kennenzulernen und Tests zu spielen. Macht wirklich großen Spaß. Und ich werde es auf jeden Fall in meiner Sammlung ganz oben einreihen, wenn ich ja wirklich mal ein schönes, einstiegsfreundliches Strategiespiel spielen möchte.